Jade Übach und Even Siabenitatu, beim RTL Bachelor kämpften sie noch gegeneinander um einen Mann, wird jetzt sind sie beste Freundinnen. Köln, Düsseldorf, beide Frauen arbeiteten früher als Flugbegleiterinnen, doch dann lernten sie sich beim RTL Bachelor 2019 als Gegenspielerinnen kennen. Sie kämpften um einen Mann und gingen leer aus. Doch was sie nicht ahnten, sie wurden beste Freundinnen. Jade Übach und Even Siabenitatu feiern, lachen und küssen sich auch mal. Wie eng die beiden Mädels sind, zeigt das letzte Instagram-Posting von Jade Brittany Übach. Hier berühren sich Jades und Evas Lippen, die beiden Mädels genießen ihre Frauenfreundschaft sichtlich. Und liebe Männer, seid tapfer. Eva hat einen Freund. Das Posting von Jade zu dem erotischen Foto sank tiefgründig und lustig zugleich in den unerwartetsten, ungeplantesten Momenten, schließt man herufig die engsten Freundschaften. Wer hätte gedacht, dass wir bei der Suche nach einem Mann uns finden, aber ich bin froh darüber, denn ich habe etwas gefunden, was mir kein Mann der Welt bieten könnte. Eine wahre Freundin, den Vegan machte sie mit dem lustigen Spruch, Friends come and go like waves of the ocean. But the true ones stick like an octopus on your face, Rückblick, Jade und Eva beim Bachelor. Zunächst traten Jade und Eva als KonkurrentInnen im Kampf um den damaligen Bachelor Daniel Mangold an. Während Jade kaum eine Chance hatte, verbrachte Eva sogar eine intime Nacht mit ihm. Doch in einem harten Finale entschied sich Andrej Mangold damals für Jennifer Lange. Immerhin, die zwei sind bis heute ein Paar, leben zurzeit in Bonn und suchen eine Wohnung in Köln. Während Jade und Eva nach der Sendung häufiger Zeit miteinander verbrachten, wurden sie zu echten Freundinnen. Eva schrieb zum Beispiel in einem Neujahrsgruß, Danke an all die Menschen, die ich im Jahr 2019 kennenlernen durfte, mir am nächsten stehen, echte Freunde geworden sind, die immer für mich da waren und mir so sehr ans Herz gewachsen sind. Wer weiß, vielleicht laufen sich Jade, Eva der Ex-Bachelor und seine Partnerin Jennifer Lange ja bald in Köln über den Weg. Und vielleicht werden sie ja doch noch allesamt Freunde.